Hallo liebe Leute, ich begrüße euch wieder auf meinem YouTube-Kanal Grenzen des Wissens. Und wir haben heute wieder einen Gast, den hatten wir schon mal, Professor Dr. Dr. H.C. Wolfgang Eberhard. Und er ist emeritierter Professor an der TU in Berlin und am CFEL in Hamburg. Das CFEL ist eine Forschungsinstitution auf dem Gelände des DESI und ist ein ganz großes Forschungszentrum in Hamburg. Wolfgang Eberhard hat ein neues Buch geschrieben, Designing the Energy System of the Future. Und da geht es darum, wie wir dieses Klimaproblem in den Griff bekommen können. Und das hat ja ganz viel damit zu tun, wie wir in der Zukunft unsere Energie erzeugen und wie wir sie verbrauchen. Und heute geht es Wolfgang Eberhard, er wird dann gleich sprechen, nur um ein Kapitel, um einen Abschnitt aus seinem Buch, nämlich die Mobilität. Das ist eine ganz wichtige Frage. Können wir zum Beispiel in der Zukunft angesichts der Klimaerwärmung weiterhin fliegen oder geht das nur noch in Ausnahmefällen? Andere Frage ist, ist die Elektromobilität die Lösung? Oder brauchen wir vielleicht Wasserstoff? Und Wolfgang wird das näher erläutern aus dem Inhalt seines neuen Buches. Das ist ja übrigens in Englisch bisher nur erschienen, wird aber bis Weihnachten 2021, also in ein paar Wochen, so hat das mir gesagt, wird es auch in Deutsch verfügbar sein und relativ preiswert. Kurz was zum Hintergrund von Wolfgang Eberhard. Er hat also in Gießen und Hamburg studiert, 1978 abgeschlossen und ist dann in die USA gegangen. Und da war er ziemlich lange. Zunächst wurde er Assistant Professor an der University of Pennsylvania, wechselte dann ins Forschungszentrum von Exxon, das ist dieser Mineralölkonzern, 1983, war da ziemlich lange und da hat er sich schon intensiv mit Energie beschäftigt, was ja kein Wunder ist, in so einem Mineralölkonzern. Er ging dann zurück nach Deutschland 1991 und wurde Direktor am Institut für Festkörperforschung in Jülich und gleichzeitig auch Professor an der Universität zu Köln. Von 2001 bis 2009 war er dann Leiter oder Direktor des BESI. Das ist eine große Forschungsinstitution, ein Synchrotron in Berlin und gleichzeitig wurde er auch Professor an der TU in Berlin. Von 2009 bis 2011 war er dann Leiter oder Direktor des Energy Research, also der Energieforschung insgesamt für alle Energieformen im HZB in Berlin. Und ab 2011 wurde er dann auch berufen ans DESI, ans CFEL in Hamburg. Das zu seinem Hintergrund, er hat sich sein ganzes Leben lang sehr intensiv mit Energie beschäftigt und hat auch die internationale Perspektive aus den USA und natürlich auch als Leiter des Energy Research am HZB. Jetzt also Elektromobilität, Wasserstoff und können wir weiterhin fliegen von Professor Wolfgang Eberhard. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Clip über den Inhalt und eine Teile des Inhaltes aus meinem neuen Buch zur Gestaltung der Energiewende und zum Umbau des Energiesystems, wie wir es schaffen, ein klimaneutrales Energiesystem aufzubauen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Gerd Gant dafür bedanken, dass er eingeladen wurde, auf seinem Videokanal das hier zu präsentieren. Heute und in diesem Abschnitt geht es speziell darum, dass wir uns mit dem Verkehr und dem Transport von Gütern und Personen befassen. Wir wissen ja, dass wir auf den Gesamtbereich des Systems, Verkehrssystems oder des Energiesystems uns konzentrieren müssen und nicht nur auf einzelne Teilbereiche, um wirklich das CO2 entsprechend genügend zu reduzieren. Und Verkehr ist ein ganz wichtiger Teilbereich davon. Verkehr beruht hauptsächlich auf dem Bedarf von flüssigen Kraftstoffen, also Benzin, Kerosin, wie das allgemein genannt wird, und ist grob für ungefähr ein Viertel der weltweit verursachten CO2-Emissionen verantwortlich. Hier sieht man eine Projektion einer der großen Player in dem Feld, einer Ölfirma, wie sich das weiterentwickelt. Und daraus kann man schon ganz wesentliche Aspekte ablesen. Wir sehen, dass zum Beispiel die Luftfracht und Lufttransport zunehmen wird. Wir sehen, alles wächst weiter an. Das ist nicht erstaunlich, weil natürlich, wenn wir mehr Leute und mehr Menschen auf der Welt leben haben, dann steigt auch der Transportbedarf für Güter und Menschen weiter an. Aber es gibt eben
ganz deutliche Unterschiede und das ist wesentlich für das Verkehrssystem. Der drei Viertel der Emissionen werden wirklich nur verursacht von dem Verkehr über Land durch Lkw und Pkw. Das sind hier die beiden grünen Bereiche. Das heißt, wir können uns eigentlich darauf konzentrieren, diese möglichst CO2-frei zu machen. Und dann haben wir schon einen großen Fortschritt erzielt. Was ist das Besondere am Verkehr? An dem Verkehrssystem besonders ist, dass wir die Energie im Allgemeinen, wenn man jetzt von elektrischer Bahn mal absieht, im Transportmittel selber mitführen muss. Und da habe ich hier mal ein Beispiel gezeigt. Da geht es um das Gewicht und das Tankvolumen für einen Pkw mit jeweils 400 Kilometer Reichweite. Was hier oben in dem oberen Panel gezeigt wird, ist das Gewicht. Hier unten sieht man das Volumen, und zwar einmal für den Treibstoff und dann dafür das Gesamtsystem, also Tank, Pumpen, die das, um das dann zum Verbrenner, zum Motor zu transportieren. Und da sieht man, dass diese Flüssigtreibstoffe wie Diesel und Benzin einen erstaunlichen Vorteil haben. Das wird hier deutlich. Dieselkraftstoff müssen wir 23 Kilo mitnehmen für die 400 Kilometer. Das Gesamtsystem wiegt aber nur 30 Kilogramm. Und entsprechend sind das 26 Liter oder das Gesamtsystem hat ein Volumen von 32 Litern. Wenn wir Wasserstoff nehmen, was ein fantastisch guter Energieträger ist, dann wissen wir, für die gleiche Energiemenge brauchen wir nur 4,6 Kilogramm Wasserstoff. Klingt toll. Ja? Ist einfach fantastisch. Aber selbst flüssiger Wasserstoff hat ungefähr das dreifache Volumen, ohne den Tank zu berücksichtigen, wie der Dieseltreibstoff, den wir brauchen. Das heißt, wir brauchen, selbst der flüssige Wasserstoff hat eine so geringe Dichte, dass einfach das Volumen des Tanks sehr, sehr groß wird. Und das Gesamtsystem wird entsprechend dann noch viel, viel größer. Wir können den natürlich auch in einer Gasflasche mitnehmen, dann wird es noch ungünstiger. Und das zeigt schon, dass es auch sehr, sehr schwierig wird, selbst für den Flugverkehr auf Wasserstoff umzustellen. Denn dann müsste man einfach das Volumen mitnehmen. Es hilft natürlich, weniger Gewicht mitzunehmen, aber das gesamte Treibstoffvolumen muss man auch irgendwo unterbringen können. Und das ist ein riesiges Problem, wenn es um den Luftverkehr geht. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Wir sehen also hier eine A380, die jetzt zwar auch nicht mehr viel im Betrieb ist und teilweise stillgelegt wird. Für einen Langstreckenflug hat er ein Startgewicht von 560 Tonnen und nimmt mehr als ein Drittel dieses Startgewichts an Treibstoff mit. Da könnten wir sparen, wenn wir das mit Wasserstoff machen würden. Aber wir müssten das gesamte Oberdeck zum Tank umbauen und könnten entsprechend nur zwei Drittel der Passagiere mitnehmen. Das ist auf lange Frist ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Und dann, wenn man darüber denkt, wie das mit dem Betanken gehen soll, kommen einem Gedanken an das Hindenburg-Desaster vom Zeppelin. Wasserstoff ist da nicht ganz so freundlich wie Kerosin. Das brennt zwar auch, aber es ist immerhin problematisch. Wir brauchen allerdings auch in Zukunft interkontinentalen Flugverkehr. Wir können uns einfach eine Welt ohne diesen interkontinentalen Flugverkehr nicht vorstellen und wollen uns die auch gar nicht vorstellen. Deshalb werden weiter flüssige Kohlenwasserstoffe benötigt. Die Frage ist, wie können wir die erzeugen und gibt es die Möglichkeit, die CO2-neutral zu erzeugen? Und das werde ich ganz zu Ende erläutern. Für Kurzstrecken gibt es hybrid-elektrische Konzepte, die man sich überlegen kann, wie man mit elektrischen Antrieben und teilweise Hybridmodus sowas machen kann. Wir sollten aber insgesamt Kurzstreckenverkehr per Flug versuchen, wo immer es vernünftig ist, das zu eliminieren. Wenn es darum geht, zwischen ein paar Inseln oder von Inseln zum Festland einen Flugverkehr aufzubauen, ist das vollkommen in Ordnung. Aber innerhalb von Deutschland sollten wir sehen, dass wir möglichst viel mit der Bahn transportieren. Das heißt, Kurzstrecken und Billigflüge sollten nach Möglichkeit oder in einem vernünftigen Maße eingeschränkt werden. Und dazu gehört auch etwas, was einige Politiker so als Lieblingsspielplatz haben, in ihrer Gegend, in ihrem Wahlkreis einen Flughafen zu subventionieren.
Das sollte wirklich abgeschafft werden, wenn Flughafen, kleiner Regionalflughafen nur mit Steuergeldern am Leben erhalten werden kann, dann sollte der einfach geschlossen werden. Ähnliches gilt für den Schiffsverkehr. Der Schiffsverkehr, Schiffstransport ist nicht mehr wegzudenken. Interkontinental ist unglaublich wichtig für die Weltwirtschaft und die Weltwirtschaft kann ohne das nicht mehr auskommen. Wir sollten allerdings eine Praxis unbedingt einschränken und verbieten. Das ist der Schiffsdiesel oder sogenannte Heavy Fuel Oil. Das ist wörtlich gesprochen der letzte Dreck, der in der Raffinerie dann auch rausgekratzt wird, nachdem alle andere das Öl schon weitgehend prozessiert würde. Und entsprechend wird die Umwelt verschmutzt und diese Praxis darf nicht mehr weitergehen. Alle größeren Fabrikanten von Schiffsmotoren bieten an, diese auf Flüssiggas umzustellen. Oder entsprechende Filtersysteme zumindest einzubauen. Das sollte ganz dringend bewerkstelligt werden. Bei Schiffen gibt es noch eine besondere Möglichkeit. Langsam fahren spart aufgrund der Hydrodynamik sehr, sehr viel Treibstoff. Von der Nominalgeschwindigkeit, wenn ich die um 10% erniedrige, kann ich ein Viertel der Treibstoffmenge für die gleiche Strecke einsparen. Und auch für Kurzstrecke, Fähren, kann man über hybrid-elektrische oder komplett elektrische Antriebe nachdenken. Und insbesondere Kreuzfahrtschiffe, die dann in schöne Gegenden fahren, müssen unbedingt sauber werden und entsprechend umgerüstet werden. Jetzt kommen wir zum Landverkehr. Und das ist einer meiner Lieblingsbeispiele, in dem ich auch mal vergleiche. Wir wollen einfach den Spaßfaktor nicht wegnehmen. Und hier sehen wir einen Porsche. Der braucht für den Transport an Land, also um zwei Leute 100 Kilometer zu transportieren, braucht er knapp 10 Liter Treibstoff pro 100 Kilometer. Ein Tesla Roadster kommt mit 20 Kilowattstunden elektrischer Energie aus, um die gleiche Strecke zu fahren. Das ist die gleiche Transportleistung und darauf kommt es ja an. Und wenn wir das umrechnen hier, dann sind wir bei 87 Kilowattstunden, die wir ursprünglich haben. Und hier in der Elektromobilität sparen wir gleich eine große Menge dieser Energie ein. Und das ist der wesentliche Vorteil der Elektromobilität. Deshalb müssen wir unbedingt, also Personenkraftverkehr, auf Elektromobilität umrüsten. Dazu brauchen wir auch für den ganzen Verkehr brauchen wir immer Speichersysteme für elektrische Energie. Und da spielen unterschiedliche Charakteristiken eine Rolle. Weil ich nämlich zum einen brauche, muss ich das schaffen, die Energiedichte entsprechend zu haben und genügend Energie mitzunehmen. Ich muss aber auch die Energie für ein Beschleunigen schnell genug abrufen können. Und dafür setze ich unterschiedliche Systeme ein. Das hier ist eine logarithmische Skala, das heißt, jeweils geht es um eine Größenordnung weiter. Und was man sieht, es gibt einfach Brennstoffzellen, die können sehr, sehr viel Energie speichern, sind aber etwas behäbig in der Abgabe von Energie, möchten möglichst gleichmäßig betrieben werden. Dann gibt es Batterien, die ein bisschen besser sind, ein bisschen schneller die Energie abgeben können. Und dann gibt es Superkondensatoren, die ganz schnell Energie speichern und aufnehmen können. Und hier ist ein Beispiel gezeigt, was ich selber in Shanghai aufgenommen habe. Das ist ein Bus, der mit Superkondensatoren ausgerüstet ist. Und der hat hier ein ganzes kurzes Stück Oberleitung nur an der Bushaltestelle. Und während die Passagiere einsteigen und aussteigen, nimmt er sich die Energie hier aus dem Netz, um die nächsten Kilometer weiterzufahren. Das ist ein wunderbares Konzept und eben für den innerstädtischen Verkehr auf festen Routen sehr, sehr gut einsetzbar. Es werden auch Brennstoffzellen für den Verkehr diskutiert. Eine Brennstoffzelle nimmt Wasserstoff und hat zwei Elektroden, die jeweils mit Katalysatoren besetzt sind. An der einen Elektrode wird das Wasserstoffmolekül aufgespalten in zwei Wasserstoffionen, die dann durch eine Membran zur anderen Elektrode wandern können. An der wird ein Sauerstoffmolekül aufgespalten auch, und zwar so,
dass es atomar der Sauerstoff an der Oberfläche vorliegt, aber dass die Metalloberfläche und die Oberfläche selbst nicht oxidiert wird. Und dafür braucht man ganz spezielle Katalysatoren. Im Allgemeinen sind die platinbasiert. Und wenn man sich jetzt die gesamten Weltvorräte anschaut und auch die Fördermenge, die in der Welt jeweils anfällt, dann kommt man sofort zum Schluss, dass für PKW-Verkehr das kein gängiges Konzept ist, weil es nicht genug Platin in der Welt gibt, um alle PKWs damit auszurüsten. Deshalb für Busse, Unterseeboote oder sowas ist es ein ganz tolles Konzept, weil die Stückzahlen entsprechend geringer sind. Man kann das einsetzen, es ist auch schon erprobt, wird auch schon gemacht, aber für den allgemeinen Verkehr, Individualverkehr, für PKW ist es nicht anwendbar. Deshalb für den Landverkehr sollten wir so weit wie möglich auf die Schiene und die Bahn umrüsten für Transport von Gütern und Personen. PKWs sollten in Zukunft nur noch elektrisch fahren. Das heißt, wir sollten wirklich den Verbrennungsmotor und die Zulassung von Neuwagen mit Verbrennungsmotoren, Privatwagen, ab irgendwann mal verbieten. Das passiert heutzutage schon in Ländern, die keine eigene Autoindustrie haben, viel schneller als in Deutschland, die eben massiv auf der Autoindustrie gewachsen sind, die Wirtschaft. Für LKWs können wir auf der Autobahn Strecken mit Oberleitung einrichten oder die auch als Hybrid betreiben, beziehungsweise mit Flüssiggas. Die alternativen Kraftstoffe, die wir hauptsächlich natürlich für Flugzeuge und eventuell Schiffe gebrauchen wollen, können auch teilweise für den Schwerlastverkehr eingesetzt werden. Jetzt kommt es noch zur Biomasse. Heutzutage wird ja schon Bioalkohol mit zugesetzt zu den Treibstoffen per Gesetz. Das ist, wenn es darum geht, Nutzpflanzen und Energiepflanzen anzubauen, speziell, ist nicht sinnvoll. Wir sollten nur Restbiomasse, also Stroh, was bei der Getreideproduktion anfällt, und andere Masse, die sowieso anfällt, für andere Zwecke umwandeln in Treibstoff. Das ist okay. Aber Mais anzubauen, nur um Kraftstoffe zu haben, ist nicht sinnvoll. Warum ist das so? Ich möchte hier dieses Beispiel der Photosynthese, die natürlich sehr attraktiv ist und auf der unser ganzes Leben beruht, nicht kleinreden. Aber wenn ich mir das Beispiel anschaue für die Elektromobilität, habe ich hier mal die USA als Beispiel genommen. Wenn ich nach Arizona gehe, das sind die klimatischen Verhältnisse relativ günstig, gebe ich gerne zu, dann kriege ich hier eine Solareinstrahlung von 7 Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Tag. Wenn ich jetzt eine relativ niedrige Systemeffizienz von 16% für die Umwandlung annehme und einen Carport dort aufbaue, der ist 3x6 Meter groß mit Dachfläche, dann kann ich daraus 20 Kilowattstunden pro Tag Strom erzeugen mit meinem Solarsystem. Das haben wir vorhin schon gesehen, 20 Kilowattstunden reichen für 100 Kilometer pro Tag aus, mindestens. Damit komme ich auf eine Fahrleistung von 36.000 Kilometern pro Tag. Wenn ich eine ähnliche Distanz mit Bioethanol fahren möchte, dann brauche ich 10.000 Quadratmeter landwirtschaftliche Nutzfläche, um den entsprechenden Mais anzubauen, um die gleiche Menge an Fahrleistung zu haben. Und dieses Verhältnis von 18 Quadratmetern zu 10.000 Quadratmetern macht einfach keinen Sinn. Wir haben im zukünftigen Energiesystem aufgrund der fluktuierenden Energiequellen, Wind und Photovoltaik, werden wir sehr oft Phasen haben, in denen wir Strom im Überfluss haben. Und diesen Strom kann man dann nehmen, und um über Elektrolyse Wasser zu spalten, mit alkalischer Elektrolyse geht das auch ohne Platin. Wir können Wasserstoff erzeugen und dann mit bekannten katalytischen Prozessen können wir aus diesem Wasserstoff alle möglichen anderen flüssigen oder Treibstoffe erzeugen. Methan ist jetzt gasförmig, aber wir können Benzin, Diesel, Kerosin, Flugbenzin, wir können auch schwerere Systeme machen wie Schmierstoffe, können Methanol erzeugen und wir können sogar
Ammoniak-Düngemittel damit erzeugen. Für die kohlenstoffhaltigen Substanzen nehmen wir CO2, was eingefangen wird in zum Beispiel in der Zementfabrik und setzen das hier um. Da haben wir eine CO2-neutrale Erzeugung von flüssigen Treibstoffen. Soweit zum Verkehr in einer Schnellversion. Das ist viel detaillierter in diesem Buch beschrieben. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil der Energietransformation und des Umbaus des Energiesystems. Und wir müssen einfach jetzt anfangen und wir können das schaffen. Vielen Dank.